Er ist nicht mal Scars Sohn. Scar hat ihn nur aufgenommen. Oh, hey, Vitani, wo steckt denn diese kleine Termite Corvo? Der Auserwählte. Nuka, wo ist Corvo? Hast du ihn schon wieder da draußen allein gelassen? Hey, hier im Schattenland heißt es jeder Löwe für sich. Diese kleine Termite muss endlich lernen, für sich selbst zu sorgen. Mutter wird wütend sein. Du solltest doch auf ihn aufpassen. Ist mir doch egal, warum bin ich nicht der Auserwählte? Ich bin der Älteste, ich bin der Kräftigste, ich bin der Klügste. Boah, diese Termiten! Ich könnte auch König sein, aber sie lässt es mich ja nicht beweisen. Ja, ja. Sag's ihr doch, du großer König. Tu ich glatt? Du wirst es schon sehen. Ach ja, tu's doch gleich. Was? Oh, Mutter, Mutter, hallo. Mutter, ich habe für dich ein paar Feldmäuse gefangen. Du findest sie? Na, Corvo, wollen wir ein bisschen kämpfen? Habe ich dir nicht gesagt, du sollst auf ihn aufpassen? Es war nicht seine Schuld. Ich bin ihm weggelaufen. Wo hast du dich rumgetrieben? Nirgendwo. Wer hat uns in die Verbannung geschickt? Simba. Wer tötete Scar? Simba. Und habe ich dich nicht ausdrücklich vor ihnen gewarnt? Verzeih mir, Mutter. Sie war gar nicht so übel. Ich dachte, vielleicht werden wir Freunde... Freunde? Du wolltest die Königstochter herumkriegen, damit Simba dich mit offenen Armen empfängt? Welch ein Gedanke! Welch ein Gedanke! Du Wunderkind, ich bin so stolz auf dich. Du hast den gleichen verschwörerischen Verstand, der dein Vorbild Scar so mächtig macht.